wir tatsächlich nach. Ich würde sagen, wir sehen uns spätestens am 16. April, früh morgens im Kernerviertel. Mit möglichst vielen Freundinnen und Freunden aus der Bewegung. Wir könnten doch wirklich mal alles zusammen ausprobieren, oder? Liebe Freundinnen und Freunde, auch die EU-geförderte Neubaustrecke Wendlingen-Ulm wird erstens viel teurer als geplant und behauptet. Und die EU-Kommission hat jetzt sogar offiziell eingeräumt, dass sie wegen ihrer Steigungen untauglich für den Güterfernverkehr ist. Nach der Leistungslüge für den Tiefbahnhof fällt jetzt also eine weitere Begründung für die über 100 Millionen schwere EU-Subvention für Stuttgart 21. Wieder ist ein dicker Stein aus der Begründungslügenmauer gefallen und da können Sie an zwei Stellen, an drei Stellen aktiv werden, dass das gehört wird und nicht unter den Tisch gewischt werden kann. Erstens mit einer EU-Informationsoffensive, die jetzt gerade gestartet wird. Das breite Netzwerk unserer Bürgerbewegung in Stuttgart 21 soll genutzt werden. Alle Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern, Medien und Politik im europäischen Ausland zu aktivieren, um die Scheinheiligkeit der Politik der Merkel-Regierung, dieser Pseudo-Sparkommissarin gegenüber den Nachbarländern bekannt zu machen. Wir bitten Sie daher, an möglichst viele Ihnen sinnvoll erscheinende Mailadressen in EU-Ländern, diese Infos zum EU-Subventionsbetrug zu schicken. Dazu gibt es auf der K21-Seite ausführliche Informationen, wie das geht, wie die Schreiben in den verschiedenen europäischen Sprachen aussehen. Die sind dort alle anklick- und abrufbar. Zweitens können wir an diese Landesregierung, die sich offenbar allen bloß nicht der Mehrheit der Bevölkerung verpflichtet fühlt, noch mehr Briefe schicken mit der Aufforderung an Nils Schmidt, kein weiteres Geld für Stuttgart 21 an die Bahn zu überweisen. Bei der großen Unterschrift- und E-Mail-Aktion der Parkschützer haben Minister Schmidt und sein Staatssekretär Rust bereits weit über 1000 E-Mails und nochmal so viele Briefe bekommen. Heute geben die Parkschützer weitere 700 unterschriebene Appelle im Finanzministerium ab. Und die Aktion läuft also heute auch auf dem Platz weiter. Beteiligen Sie sich bitte rege daran, sofern Sie noch nicht schon unterschrieben haben. Drittens möchte ich darauf hinweisen, dass an der Mahnwache und im BUND-Regionalbüro in der Rote-Pütz-Straße noch viele der hervorragenden alternativen Geschäftsberichte zur Bilanz der Deutschen Bahn zum Abholen bereit liegen. Eine ausgezeichnete Arbeit im Zeitungsformat, die ihr umsonst mitnehmen könnt, an Freunde und Bekannte verteilen und auch in Briefkästen schicken. Sehr geeignet, sehr informativ, sehr überzeugend. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, nochmal Nico Pinandi, Markus Ege und Barbara Straub.